Für Urlauber in Bentota ist eine River Safari auf dem Bentota River fast ein Muss. Der Bentota und auch der Madu sind behäbige Gewässer und die Flussfahrten sind beschauliche Touren. Der außer zu Monsunzeiten träge Bentota entspringt im Inneren der Insel. Kurz vor der Mündung in den Ozean wird er zu einer großen Lagune, an der die meisten River Safaris beginnen. Bei jeder Flussfahrt erblickt man meist sehr bald einen Wasserwaran. Die bis 2 Meter langen Echsen leben in Flüssen oder Feuchtgebieten, fressen mehr oder weniger alles und machen sich sogar über den Müll her. An Land sehr plump sind diese Reptilien im Wasser umso wendiger. Die Bootsfahrt geht nahe am Ufer entlang. Die Flusslandschaft ist geprägt von einfachen Hütten am Ufer, Wäsche waschenden Frauen, badenden Kindern und Anglern. Bald hören die Anzeichen von Zivilisation auf und der Fluss wird zur unberührten Naturlandschaft. Es gibt Krokodile, doch meist tauchen sie, wenn das Boot sich nähert, blitzschnell unter. Der Bentota ist ein Paradies für Vogelbeobachter. Blau schillernde Eisvögel sitzen auf Stangen, Kormorane stürzen sich senkrecht ins Wasser, Seeschwalben schaukeln auf Stromleitungen, aus dem Geäst hoher Bäume erhebt sich ein Weißkopfadler und in den Flussauen sieht man Scharen weißer Kuhreiher. Die Bootsführer wissen, was die Fremden wünschen, halten immer wieder an, um in den Büschen eine grüne Schlange oder ein Chamäleon zu zeigen oder auch ein besonders schönes Wasserbeet von Lotusblüten. Die Fahrt durch einen schmalen, von Pflanzen überwucherten Kanal gehört genauso dazu wie die Passage durch den schmalen Korridor in einen dämmerigen Mangrovendschungel. Wer eine ganz lange Flussfahrt gebucht hat, kann sich an die Besteigung des Little Adams Peak wagen. 400 Stufen steil bergan. Die hohe Luftfeuchtigkeit tut ein Übriges, dass man schweißgebadet oben ankommt. Dort gibt es einen kleinen Tempel, doch das Schönste ist der Ausblick auf die weite grüne Ebene. Die Fahrt zurück nach Bentota geht meist schneller, denn vieles ist Wiederholung und man ist müde vom Sehen. Thank you.
Buddhistic Temple. Tempel, ne? Eisvogel. Eine Bootstour über den Madu ähnelt der auf dem Bentota. Vom Bentota bis zur Brücke bei Palapitiya ist es eine halbe Stunde Fahrt. Dort warten die Touristenboote. Der Madu Ganga entspringt nahe der Küste in den Bergen, wird, bevor er ins Meer mündet, zu einem ausgedehnten See, dem Madu Ganga Lake. Es gibt viele Inseln, auf denen Vögel nisten, Reiher an den Ufern stelzen, Raubvögel auf der Suche nach Beute über dem Wasser kreisen. Männer in schmalen Kanus gehen auf Fischfang. An manchen Stellen sind Netze gespannt und an anderen gibt es Zuchten von Flusskrabben. Sandtaucher, die mit Eimern auf den Grund tauchen, entleeren den wertvollen Flusssand in ihrem Boot. Warane, Eisvögel sind zu sehen. Schmale Kanäle ziehen sich durch bizarre Mangrovenwälder. Es geht vorbei an der Kobra-Insel, von der sich die Schlangenbeschwörer ihre Darsteller holen.
Das Boot legt an einem Inselchen an. Ein Eingeborener führt zu einer Hütte auf einer Anhöhe. Dort wird vorgeführt, wie man den Ast eines Zimtstrauches entrindet, Zimtstängel herstellt und wie man aus dem Fächer einer Palme eine Matte flicht. Natürlich darf man danach Zimtöl und Zimtstangen zu erhöhten Preisen kaufen. An einer Flussinsel steht noch der Besuch eines Klosters auf dem Programm. Ein Novize erklärt, wie die Mönche leben. Nach 3 Stunden ist das Boot wieder zurück am Ausgangspunkt.